Expedition in die ewigen Jagdgründe. Die Ausstellung Indianer verlorene Welten untersucht Klischees über die amerikanischen Ureinwohner. Jeder hat so Bilder von Indianerkulturen im Kopf. Jeder denkt, dass er eigentlich ganz gut Bescheid weiß. Und wir haben aus der Sicht der Umweltgeschichte einfach geguckt, wie passt dieses Bild, die Ergebnisse, was die Leute im Kopf haben, wie passt das mit unseren Forschungsergebnissen zusammen? Und dann haben wir festgestellt, dass wir vielleicht aus unserer wissenschaftlichen Sicht dieses Bild etwas anders darstellen würden. Die Lewis und Clark Expedition lieferten Anfang des 19. Jahrhunderts ein erstes Bild aus den Stammesgebieten der Indianer. Doch schon dieser frühe Blick war verzerrt. Ihre Skizzen zeigten eine Gesellschaft, die schon stark von der europäischen Lebensweise beeinflusst war. Unser Bild über die Indianer sagt eigentlich viel mehr über unsere Wünsche und Vorstellungen aus, als wirklich über das, was in der indianischen Welt real gewesen ist. Wenn wir alte Western angucken, da ist der rote Mann als grausamer Wilder beschrieben und der Weiße ist eben der Zivilisierte. Wenn wir modernere Indianerfilme angucken, dann kippt das Bild, dann ist es durchaus umgedreht. Dann ist der Indianer der edle Wilde und der Weiße ist der böse Kapitalist. Die stereotypische Darstellung ist falsch. So kam der eigentliche Fußgänger-Indianer mit dem Pferd erst im Zuge der europäischen Besiedlung wieder in Berührung. Auch die Vorstellung des Indianers als Nomaden, der in Einklang mit der Natur lebt, ist ein Mythos. Viele waren sesshaft und haben ihren ökologischen Fußabdruck hinterlassen. Wir haben also immer mehr Relikte gefunden, gerade auch in Mittelamerika, Südamerika, Mittelamerika, wo wir ganz sicher davon ausgehen, dass die Zahl der Bewohner, bevor die Europäer Amerika entdeckt haben, unendlich viel größer gewesen ist, als wir uns vorher vorgestellt haben, dass es eine Vielzahl von sesshaften Kulturen gegeben hat, bäuerlichen Kulturen mit einer ganz ausgeprägten Landwirtschaft gegeben hat. Und diese Kulturen, die lernen wir eigentlich erst in den letzten Jahrzehnten per Ausgrabung kennen. Und dadurch wird unser Bild von diesen verlorenen Welten eben ganz deutlich verändert. Wer einen differenzierteren Blick über die Indianerwelt erhalten möchte, kann dem Zentrum für Naturkunde noch bis zum 30. September einen Besuch abstatten.